Klaus, da war jetzt 2:0 Sieg bei der Hertha Reserve. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Mannschaft? Wir haben gewonnen, aus meiner Sicht auch verdient gewonnen. Trotzdem konnten wir in den ersten 20 Minuten sehen, schon hatten wir nicht diese Ballsicherheit, diese Passsicherheit. War schon ein bisschen ein Knacks aufgrund der unnötigen Niederlage aus letzter Woche, aus dem letzten Spiel. Dadurch ist der Druck natürlich nochmal gewachsen. Danach mit der ersten Torschance eigentlich, die zwar ein bisschen glücklich zustande gekommen ist, weil ein Hertaner über den Ball gehauen hat. Von da an hatten wir eigentlich das Spiel besser unter Kontrolle, sicherer, haben dann auch sicherer gespielt. Was gut ist halt, dass wieder zu null, wieder wenig zugelassen. Wichtig ist, dass, das habe ich auch in der Mannschaft gesagt, in der Halbzeit. Ich bin mir sicher, wenn wir das Spiel heute ziehen, wird die Saison für uns am Ende richtig gut. Sie haben vor dem Spiel gesagt, dass die Mannschaft vor allem Aftur Spaatsch auch ein bisschen helfen soll, indem sie da hinten sehr, sehr sicher, sehr souverän steht. Das hat also funktioniert. Ja, wir haben ja in allen Spielen eigentlich souverän hinten gestanden. Und heute war es natürlich ein Augenmerk, auch zu sagen, okay, um Aftur erstmal reinkommen zu lassen. Auch Aftur gesagt, was er dann auch gemacht hat, spiel einfach, ja. Mach keine irgendwelche Überdinger, sei der, der du bist. Und man sieht, dass er talentiert ist. Umso besser ist es natürlich für ihn und auch für die Mannschaft, gerade nach dem ersten Spiel nach Alex zu null zu spielen. Nochmal, aber unser Problem ist nicht, dass wir lassen ganz, ganz wenig zu. Wir sind schon sehr diszipliniert. Wir können einfach mehr Tore erzielen. Und aus meiner Sicht, auch heute wäre es möglich gewesen, den einen oder anderen Pass noch besser und klarer zu spielen, um noch mehr Torschancen bzw. Tore zu erzielen. Als nächstes geht es im Landespokal gegen Brandenburger BSC. Der Trainer war auch hier, hat das sich angeguckt, das Spiel. Da sind Sie ganz klarer Favorit. Das ist die Rolle, die Sie da annehmen müssen. Ja, ja, wir waren aber gestern auch da, beziehungsweise ich. Also ist ja jetzt keine Überraschung, dass irgendein anderer die andere Mannschaft beobachtet. Ja, das ist natürlich wieder mal ein anderes Spiel. Die spielen aber eine Klasse tiefer, habe ich ja gesagt. In dem Wettbewerb sind wir Favorit. Bisher sind wir sie gerecht geworden, sowieso nach dem ersten Spiel haben wir bisher das alles sehr souverän gemacht und das werden wir natürlich versuchen, auch nächste Woche sehr souverän und sehr professionell anzugehen und genauso uns vorzubereiten, wie wir das auf den Meisterschaftsspielen gemacht haben. Ich habe das am Freitag gesagt, für uns ist die Saison noch nicht zu Ende, im Gegenteil. Also jetzt daraus noch richtig was zu stricken und zu kreieren, das ist eigentlich... wo ich jetzt noch mehr Bock zu hätte, weil ich glaube, dass sich das Blatt in dieser Saison noch dreht und dass am Ende das richtig knapp und richtig eng werden könnte. Gut, schön. Kaiserslautern hat wieder gewonnen, wieder 1:0 und wieder kurz vor Schluss. Die müsst ihr aber erstmal irgendwie einholen. Ja, letztendlich ist es aber so, dass wir in den letzten Spielen eigentlich in der Liga eigentlich die dominante Mannschaft sind. Mhm. Wir waren das in Jena, wir waren das letzte Woche. Die beiden Spieler haben nicht diese Punktzahl gebracht, aber wir haben dann immer eine Reaktion gezeigt, auch heute, was nicht einfach ist. Wenn du dann so eine Enttäuschung hast und die ganze Woche dich damit rumplagen musst und heute eigentlich wieder gezwungen bist zu gewinnen, glaube ich schon, dass da was möglich ist, weil das Blatt wird sich drehen, weil irgendwann wirst du Gegentore bekommen, irgendwann wirst du mal nicht gewinnen und dann ist es wichtig, da zu sein, beziehungsweise jetzt konstant weiter zu punkten und konstant diszipliniert zu spielen, um am Ende auch noch so eine Belohnung zu bekommen, woran ich glaube. Man kriegt nicht immer das sofort, was man glaubt, in einem Spiel verdient zu haben.